Willkommen bei Straxel mit Bionalu. Hi. Ich musste mich erstmal hier durchkämpfen, vor allem diese Farm-Life oder Life-Farm-Frau, die mir ständig auf die Nerven gegangen ist. Ich wollte eigentlich nur spielen. Ich wusste ja nicht, dass sie so einen zuquatschen kann. Ich suche ein Insektennetz, aber ich praktiziere, hier ist doch keins. Doch, Wo denn? in der mittleren Reihe, das zweite Insektennetz. So, habe ich. Ich muss ja nicht mal bezahlen. Kontaktlos. Das ist praktisch. Die wussten vorher schon, dass Corona kommt, das zeige ich dir. Ja, Guck mal, noch das ein paar stimmt. Kartoffeln, ja? Ah, das ist das Insektennetz. Okay. Ich will immer mit Umschalttaste rennen, bringt aber nicht viel. Ich will hier springen, bringt aber nicht viel, er springt von alleine. Wir sollten ein bisschen anpflanzen, sonst kommen wir hier nie zu Geld. Ich muss mich selber hier noch ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, zurechtfinden in dem Spiel. Hat das Spiel eigentlich auch einen Ton? Ja, hat Musik. Ist das zu leise? Da muss ich mal gucken, ganz kurz. Ich will ja gar die ganze Zeit hier bei OBS hier draufklicken, aber dabei ist ja das auf einem anderen Monitor. Ja, aber der Ton ist bei Staxel relativ leise, okay. Gut zu wissen. Da brauche ich hier nicht brüllen, damit man nicht hört. Machst du Gut. aber trotzdem. Was sind denn die blöden Insekten? Was soll das sagen? Das ist ein Insektenparadies. Ja, innerstadtweit natürlich schon. Hast du die Das. alle weggefangen? Nein, ich hab sie streicheln und wieder freigelassen. Sind die alle aufgegessen? Du musst halt woanders hingehen, nicht direkt mitten in der Stadt, wo ich gerade war. Nach langer Zeit mal wieder Staxel installiert. Ich hätte es damals deinstalliert, wir haben lange gespielt, aber irgendwann ist dann die Lust daran vergangen. Die werden keine Zeit mehr. Wir haben bei Minecraft gespielt, wir haben dann Stardew Valley übernommen. Minecraft, naja, nicht wirklich lange, also jedenfalls nicht. Naja, aber Stardew Valley hatten wir gemacht. Über 240 Folgen. Ich glaube, die laufen immer noch. Ja. Wir wollten ja das vierte Jahr bei Stardew Valley machen. Wir haben halt so viel freigeschaltet, wo wir ja nicht wussten, dass das funktioniert. Also ich bin ja total in einer insektenlosen Gegend. Wie sieht denn das mit dem Schlafen aus? Falle ich irgendwann tot um oder bin Ja. ich? Okay. Oben links siehst du doch diesen Zeiger, da steht gerade Frühling. Oben links dieses runde Ding. Ja. Frühling und da steht die Sonne hoch am Himmel. Irgendwann neigt sich das Richtung Mond und dann musst du auch schlafen gehen. Wenn du es nicht machst, kippst du an Ort und Stelle um. Okay, wird mir Aber ja dann dann. kannst du auch die Aktion schlechter ausführen. Schlagen dann öfter fehl und so was. So, ich habe eine Heuschrecke gefangen. Gut, die war aber jetzt nicht unbedingt schwer. Die hat auf mich Die gewartet. sind alle nicht schwer zu fangen. Zum Glück. Noch eine Heuschrecke. Oh, wo bist du denn überhaupt hin? Kannst du dich auch nicht mehr. Du bist schon mal nicht in meine Richtung. Ach, da hinten. Ich laufe gerade zurück. Brauchst du nicht. Das will Heuschrecken ist ja auch nicht. Davon kannst du dir keinen Preis kaufen. Nö, heute den goldenen Wasser. Nee, Heuschrecken hat echt fast ein Schwert. Von Dieter Fehlen.
Oh, Heuschrecken, ja, alles andere spürt die aber nicht rum. Lass dir einfach Zeit. Und such. Blumen sammeln? Wenn du richtig sammeln kannst du die leider nicht. Kannst du ausrupfen, hast du Blütenblätter. Hm, kann man die verkaufen? Lohnt sich nicht. Ja, ist aber besser als gar nicht. Insekten lohnen sich. Und Holz sammeln. Dafür fehlt mir auch die Axt. Wir haben noch 49 Dingsbums. Das müsste für eine Axt reichen. Also hier ist absolut nichts. Du hast die Insektenwelt hier total ausgerottet. Nee, du musst einfach ein bisschen weiterlaufen. Auf der ganzen Karte sind hunderte Insekten und jeden Tag ständig spawnen die nach. Kann ich Pokémon spawnen? Ist ja schon bunt, mit Pokémon wäre es besser. Die würden dann ständig mit dir kämpfen wollen. Kämpfende Insekten, dann lohnt sich das, da macht das Fangen ja noch Spaß. Ja, aber du musst dann mit jedem kämpfen. Mit jedem. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Da brauchst du ja 10 Tage, um überhaupt nach Hause zu kommen. Oh, wie sich die Karte hier auflöst. Ist ganz schön. Habe ich ganz vergessen, wie das aussah. Also ich bin jetzt ein bisschen raus und habe ein Schmetterling gefunden. Der Trick ist einfach in die Gegend zu gucken und zu schauen, wo sich was bewegt. Hm. Weil die Blumen bewegen sich nicht. Einfach mal ruhig stehen bleiben und zu gucken. Wo flattert was? Noch eine Bienenkönigin. Das ist eine sehr bienenreiche Karte. Ich glaube, das Spiel mag deinen Namen. Ja, aber mich nicht. Bienenkönigin. Ist ja nicht normal. Oh, hier schwirrt was rum. Ein Glühwürmchen. Super. Boah, ich will nicht keine Kerze heute haben, um wenn ich meine Zeitung lesen will auf dem Klo. Zum Schluss macht's die Masse. Einzel brauchen wir die nicht zu verkaufen. Aber so ein 10er-Pack bringt die schon richtig Kohle. Immer einfangen, egal ob sie leben oder tot sind. Heuschrecken, naja. Ich glaube, davon gibt es hier ungefähr 10 Millionen. Ja, wenn man es alle 10 Millionen verkauft, dann... Ja. Wolltest du nur sagen, falls die mal stehen, das ist nicht so schlimm. Ach, Mensch. Oben an den Bäumen mal hochgucken. Da sitzen manchmal Marienkäfer oder diese grünen. Eine Stabheuschnecke. Was? Schrecke. Eine Stabheuschrecke. Sah aus wie so eine Liane am Baum. Oh, ist das hier schön. Oh, ist das schön. Ich könnte den ganzen Tag nur spazieren gehen. Oh, ist das schön. Wenn du nicht singen tust. Ich tue, singe nicht. So, geht's eigentlich wieder zurück. Oh Gott, wenn man dann auf die Map guckt, wo man eigentlich wohnt, und man merkt, man ist am anderen Ende der Karte gelandet. Wieso? Wie lange ist denn das noch bis Mitternacht? Ach, der erste Tag geht noch gar nicht weiter. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir vergessen, das Tutorial zu machen? Vielleicht ich? Ist doch in Ordnung, dann können wir hier... Müssen wir nicht schlafen gehen. Ja, aber dann spawnt ja auch nichts nach und dann wächst auch nichts. Gott, muss ich mit dieser Farmtante jetzt doch noch quatschen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die schickt dich einmal zu live. Dann sollen wir einmal zur Rohin gehen. Da war ich noch nicht. Das ist der Barkeeper da an diesem...